36,3 Grad. Und ich muss sagen, Elaine sieht schon wesentlich besser aus. Und ich glaube, sie hat etwas Oberweite bekommen. Hast du Matt irgendwo gesehen? Dazu Leider bekommen. Habe ich das. Der ist schon eine Weile weg. Völlig fertig, der Ärmste. Immerhin war er noch an einem Stück. Das ist ein gutes Zeichen. Gutes Zeichen? Der war am Boden zerstört. Den habe ich noch nie so erlebt. Weil du ihn nicht nach X-Men 3 gesehen hast. Aber egal, das meinte ich auch gar nicht, als ich an einem Stück gesagt habe. Verstehe ich nicht. Egal. Hat er irgendwas gesagt? Tja, wir haben eine Weile geredet. Du bist nicht besonders gut weggekommen. Ich versuch's doch wieder gerade zu biegen. Tja, du machst das nicht besonders gut. Glaub mir, es könnte schlimmer sein. Immerhin hat er seine Küche heute noch nicht umdekoriert. Noch nicht. Was? Egal. Konzentrieren wir uns aufs Positive. Ach, es gibt was Positives. Du siehst absolut geil aus. Das ist doch was Positives. Ja, das hast du schon mal gesagt. Lass das bitte, ja? Okay, okay. Zurück zu Matt. Was war los? Tja, er hat alle 10 Minuten Pitcher Bier bestellt, bis er ohnmächtig geworden ist. Dann hat er alle 5 Minuten Pitcher haben wollen. Danach hat er hier alles vollgekotzt und ist gegangen. Hat er gesagt, wo er hin wollte? Er hat so einiges gesagt, aber ich habe kein Wort verstanden. Er hat also gekotzt. Aber hier riecht's gar nicht nach Kotze. Sehr aufmerksam. Das hat er auf dem Klo erledigt. Auf dem Klo? Komisch. Das passt gar nicht zu ihm. Glaub mir, ich hab's gehört. Wenn 1000 Leute gleichzeitig am Kotzen sind, höre ich Matts Gewürge immer noch raus. Okay, also wegen dieser anderen Sache. Du siehst heute echt super aus, Elaine. Also echt, echt super. Umwerfend. Die Leier schon wieder? Lass das bleiben. Ich kann nichts dafür. Ich meine, naja, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Ich komme später noch mal vorbei, ja? Kann's kaum erwarten. Spinnst du? Da scheint irgendwas unter der dicken Schicht Kotze zu sein, die sicher von Matt stammt. Aber was ist das? Spinnst du? Oh, das hier wird mich für immer verändern. Oh. Wow. Sieh mal einer an. Matt ist also zu Dr. Johnson. Da muss ich dann wohl auch mal wieder hin. Shit. Ist das eine Platinkarte? Eine von Dr. Johnsons Visitenkarten. Matt muss sie aus seinem Büro haben. Sieht aus wie meine. Nur die hier ist laminiert. Ach so. Aber Elaine sieht richtig, richtig gut aus. Im Gegensatz zu zum ersten Mal. Naja, aber gut. Wobei, wäre Randall anfangs nicht immer so scheiße zu ihr gewesen, dann ich weiß nicht. Ach, das sind Jay und Silent Bob. Na, was geht hier, Typen? Typen? Wer zum Geier bist du denn? Mach dich locker, Kumpel. Hab mich nur gefragt, was ihr hier so treibt. Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Warum so angefressen? Wir trauen Fremden nicht. Du könntest ja so ein scheiß Bulle sein oder so. Komm schon. Sehe ich wie ein Bulle aus? Keine Ahnung, aber die Typen sind überall. Kannst mir schon glauben, ich bin kein Kopf. Was denkst du, Mann? Okay, wir trauen dir. Also, was zum Geier willst du? Na, nichts. War nur neugierig. Tja, Neugier ist nicht immer gesund. Meine Gesundheit ist mir egal. Also, was treibt ihr Typen hier? Geschäfte, Mann. Geschäfte. Ich meine nur, naja, ihr seht absolut wie zwei Dealer aus. Ja, und? Na, nichts und. Ich meine, was vercheckt ihr denn so? Scheiße, alles außer Koks, Heroin und unsere Arsche. Okay. Snoogans! Du hättest mal dein Gesicht sehen sollen, Mann. Ja, zum Schießen. Wir verchecken illegale Captain Red Masken. Echt?
Wo habt ihr die denn her? Der Wichser, der den Comicladen betreibt, hat eine Kiste davon in seinem scheiß Auto gelassen. Oh, cool. Habt ihr irgendwelche Guy Fawkes oder Predator-Masken? Tja, ich schau mal eben im Lager nach. Mann, wo zum Geier glaubst du, dass du bist? Walmart oder sowas? Wir haben nur Captain Red-Masken, kapiert? Okay, okay, ist ja gut. Kann ich so eine haben? Eine Maske? Weiß nicht. Du siehst aus wie eine richtige Nervensäge. Man soll Leute erst beurteilen, wenn man sie kennt. Ihr zwei seid doch das beste Beispiel. Was zum Geier soll das denn heißen? Nichts. Ich meine nur, ihr zwei seht aus wie ein paar Drogendealer. Aber jetzt, wo ich mit euch gesprochen habe, weiß ich, ihr dealt gar keine Drogen, sondern nur anderes Zeug. Hast du Kohle? Nicht mal ein Penny. Ja, was willst du dann, Mann? Scheiße, wenn du kein scheiß Geld hast, warum verschwenden wir dann überhaupt unsere Zeit mit dir? Weil dein Kumpel hier sein Maul nicht aufkriegt und du ganz gerne mal ein Schwätzchen hältst. Stimmt schon, Mann. Das fette Arschloch macht mich manchmal echt fertig mit seiner Schweigenummer. Was, stimmt was nicht? Ich sag nur die Wahrheit, Mann. Mann, das ist so langweilig hier. Wünschte, wir hätten ein bisschen Ablenkung. Tja, schon tragisch, dass dein Kumpel die ganze Zeit stumm geschaltet ist, hm? Tja, noch nie darüber nachgedacht, Kumpel. Naja, also, wegen der Masken. Gib mir doch einfach die erste umsonst. So läuft das doch normalerweise bei euch Dealern. Wer zum Geier glaubst du, dass wir sind, Mann? Und? Was wollt ihr damit machen? Eine Menge Fragen für einen, der angeblich kein Bulle ist, Mann. Dieses Jahr ist 35-jähriges Scheiß-Captain-Red-Jubiläum. Also dachten wir, es gibt bestimmt ein paar Penner, die voll auf den Scheiß abgehen. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Die Sendung ist doch eher am Abkacken. Verkauft sich gar nicht mehr gut. Scheiß verfickter Captain Red, Mann. Wir verlassen uns auf den Nostalgiefaktor. Glaub mir, es gibt eine Menge Muschis in dieser Stadt, die so ein Scheißteil haben wollen. Wenn du meinst... Na klar. Braucht ihr Hilfe? Sehen wir aus, als bräuchten wir Hilfe? Tja, eigentlich nicht. Eben, wir kommen ganz gut alleine klar. Okay. Dein Kumpel hier ist schon einer von der stillen Sorte, hm? Der kleine Scheiße? Der spielt nur eine Rolle. Aber weißt du, ich bin ja mehr so der Party-Typ. Die ganze Schweigerei geht mir ziemlich auf die Eier. Sag was, du kleines, fettes Arschloch. Irgendwas, siehst du? Der Wichser geht mir so richtig auf den Sack. Aber ich liebe ihn trotzdem. Auf komplett heterosexuelle Weise, versteht sich. Ja, verstehe. Was soll ich sagen? Wir respektieren uns gegenseitig. Das ist das Geheimnis, Mann. Ohne Respekt geht in dieser Freundschaft gar nichts. Tja, ihr seid uns allen ein Vorbild, ganz sicher. Ich hatte in letzter Zeit ja Probleme mit meinem besten Freund. Tja, da erwächst nichts Gutes draus, Mann. Freundschaft ist wie eine Pflanze. Die muss man ab und zu gießen, sonst vertrocknet sie. Ja, kann mir schon vorstellen, was für eine Pflanze du da meinst. Du hast echt eine versaute Vorstellung. Weiß nicht mal, wie du das gemeint hast. Habt ihr so einen besoffenen Typen mit einem Afro rumlaufen sehen? Hm, vielleicht. Den habe ich wohl vor einer Weile gesehen. Der ging beim Seelenklempner rein oder kam dann wieder raus. Sei verdammt fertig aus, der Knabe. Okay, dann lasse ich euch mal weitermachen. Man sieht sich. Man sieht sich, Kumpel. Snoogans. Ja, klar. Wow. Ich will... Der Typ ist mir... Es wird nicht klappen. Ich will nicht nur... Wow. Das gibt... Muss ich... Das muss... Muss ich... Das muss nicht... Wow. Ja, scheiße, wo muss ich denn sonst hin? Geh ich zu Charlie. Hey, was geht, Charlie? Du siehst ziemlich fertig aus. Bring mich einfach um, Randall. Ich kann diesen Song einfach nicht mehr ertragen. Hast du es mit Steckerziehen probiert? Ja, aber es hört nicht auf. Irgendjemand muss letzte Nacht hier eingebrochen sein und mein Sicherheitssystem lahmgelegt haben. Was haben sie denn mitgenommen? Sieht alles ganz normal aus hier. Die haben den Super-Zuckerschnecke-Unterwäschekatalog von 1972 mitgehen lassen.
Wer immer das auch war, die wussten genau, was sie treiben. Oh, Scheiße, der ist ein Vermögen wert, oder? Keine Sorge, ich bin versichert. Nur der Song macht mich irre. Ich krieg das nicht abgeschaltet und der Techniker kommt erst morgen. Tja, Kopf hoch, Kumpel. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, aber mir gefällt der Song. Tja, du hast ja auch einen scheiß Musikgeschmack. Ich würde dir ja in die Eier treten, wenn ich nicht ernsthaft in Erwägung ziehen würde, mir die Ohren abzuschneiden. Komm schon, Charlie, das ist ein Klassiker. Mach dich locker und genieße es. Da, 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 da. Das geht doch ins Ohr, nicht? Bring mich bitte einfach um. Es tut mir leid, Charlie, aber ich will mein Gewissen nicht mit noch einer Leiche belasten. Dann lass mich mit meinem Elend allein. Hast du Matt heute schon gesehen? Nö, warum? Habt ihr mal wieder gestritten, wer von euch die hübschere Braut abgeben würde? Ich sag's dir, Matt hat eine gewisse weibliche Grazie an sich. Nee, das ist es nicht. Matt hat sich besoffen und treibt sich jetzt rum. Alles wegen mir. Möglicherweise habe ich ihm echt übel mitgespielt. Ach, Scheiße. Dann weißt du ja, wie das ausgeht. Die Bullen werden ihn wohl mit einem Betäubungspfeil erledigen müssen. Entspann dich, das wird schon wieder, weil ich ihn finde, bevor er irgendwas Dummes anstellt. Na klasse, dann sehe ich euch ja heute Abend in den Nachrichten. Du hast wohl zu tun. Shit. Gehen wir mal zu Amazon Express. Keine gute Idee. Letztes Mal war Phil richtig happy. Ich will. Außerdem habe ich jetzt keine Zeitpakete. Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze Stadt in die Luft. Oh, mein Fanta. Da stecke ich meine Hand nicht. Sieht aus, als hätte Mel alle Dosen ausgetrunken, bevor sie hochgehen konnten. Mel? Hallo? Hallo, Potter Royal. Reden Sie? Seit wann reden Sie? Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Das muss ein krasser Fall von Quecksilbervergiftung sein. Ja, das muss es sein. Oder? Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauche eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh, warte mal. Hab keine mehr. Hab ich etwa alle getrunken? Okay, das bringt mich sicher um. Aber ich bin so high, das ist mir scheißegal. Ich glaube. Aha. Ja. Scheiße. Da war ich schon, da war ich auch schon. Zur Sci-Fi-Con. Der nicht mehr ist. Murray ist gar nicht da. Hey, morgen. Guten Morgen. Willst du einen Luftballon? Klar. Sind die umsonst? Sehe ich aus wie einer, der was zu verschenken hat? Weiß nicht. Hast du nicht früher Hotdogs verkauft? Das ist leider Geschichte. Einst bedachte mich die Hotdog-Gottheit mit ihrer Gnade. Bei mir gab's die besten Hotdogs der Stadt. Aber eines schicksalhaften Tages wurde ich verflucht.
Und seitdem... Mal langsam, Kumpel. Ich hab das Monopol auf Flüche. Da musst du dir schon eine bessere Ausrede einfallen lassen. Wie bitte? Ich sagte, ein Hotdog mit allem, bitte. Du hast mir wohl gar nicht zugehört. Wie bitte? Ach, ich hasse Menschen. Da sind wir schon zwei. Also... Ist das eine Heliumflasche? Wie sollte ich sonst die Ballons aufblasen? Das weiß ich. Du bist der Fachmann. Eben. Und ich sag dir, das ist Helium. Warum hast du denn nicht so eine quietsche Stimme? Wo lebst du denn? Das funktioniert nur, wenn man's einatmet. Bist du sicher? So sicher, wie heute Montag ist. Okay, dann beweis es doch. Ich will mein Helium nicht verschwenden. Ach komm schon, lass dich nicht lange bitten. Da kannst du auf Knien rutschen. Ich inhaliere doch kein Helium, nur dass du dich amüsieren kannst. Bitte. Nein. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Ganz lieb, bitte? Ich sagte nein. Über Ober, bitte. Ernsthaft? Über Ober, super, bitte. Treib's nicht zu weit. Ich brauch den echt. Soll ich dir sagen, was ich brauche? Ich brauch den wirklich ganz dringend. Das ist mir ziemlich schnuppe. Ich brauch den wirklich ganz, ganz dringend. Kenn ich irgendwoher? Es geht um Leben und Tod. Dann nenn ich den Tod. Wenn du mir keinen gibst, rede ich nie wieder mit dir. Na dann, gebongt. Ich werd dein bester Freund. Hab schon einen Hund. Ich werde bis in alle Ewigkeit dein bester Freund sein. Ich hasse Hunde. Ey, du weißt schon, dass der Spieler nicht aufgibt, bevor du das Zeug endlich nimmst, oder? Tja. Nun ja. Na dann. Yippie-ki-yay, Doofmann. Stark, Alter. Und ich glaube, der Rotznase hat's auch gefallen. Ja, bei dem ist das wohl normal. Ist halt nur so ein Hosenscheißer. Aber bei dir? Ja. Hey, kannst du es nochmal machen? Ich mach das nicht noch. Junge, was? Dann lass die Fe- Entschuldige, da- Warum verkaufst du- Tja, nachdem meine Gastro-Lizenz einkassiert wurde, habe ich erstmal intensiv recherchiert. Und nach langem Hin und Her... Komm zur Sache. Wollte nicht deine Lebensgeschichte hören. Okay. Siehst du den Hosenscheißer da drüben? Schwer zu übersehen, das Riesenbaby. Tja, der steht unheimlich auf Luftballons und hat immer Kohle. Ich muss nur in seiner Nähe bleiben. Und kann mir die Uni für meine Kinder leisten. Was macht er mit den Ballons? Frisst er die? Nicht ganz. Verstehe. Beziehungsweise ganz und gar nicht. Bist du blind oder was? Ich glaube, das ganze Helium schlägt dir aufs Gehirn. Wie bitte? Ja, nichts. Was müsste ich tun, dass du mir ein paar Luftballons schenkst? Tja, du könntest mich vielleicht umlenken. Wäre das nicht eine Nummer zu hart? Find's schon eine Nummer zu hart, einfach so nach gratis Luftballons zu fragen. Entweder du legst mich um und nimmst dir einen, oder du bezahlst. Überleg's dir. Ich wollte eigentlich niemanden killen. Schlauer Junge. Bis dann. Wenn ich die einfach so... Ich glaube... Baseball. Den fass ich lieb. Warum nehme ich nicht einfach die Tür? Die muss ich nicht nehmen. Ja, okay.
Ich bin kein Stecher auf... Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo Matt ist und wie ich da hinkomme. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Und dann sage ich natürlich... Sunrose, Brace the Sun. Was? Nein. Wir haben meine Abmoderation verkackt. Aber egal. Aber natürlich, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sunrose, Brace the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal.